Wir haben uns jetzt 6 Wochen intensiv vorbereitet, gerade in der letzten Woche. Haben uns speziell auf Aalen eingestimmt und ich hoffe, dass die Jungs heute Gas geben und das abrufen, was wir im Training trainiert haben. Gibt es eine spezielle Taktik für heute? Ja, wir wollen heute auf jeden Fall gewinnen. Spezielle Taktik ist schwierig. Man weiß nie, wie die Gegner, wie stark sie sind. Und ich denke mal, wir werden heute das abrufen, was uns am besten liegt. Und dann hoffentlich das Spiel positiv Spiel einfahren. Ja. Welche Schwierigkeiten bereitet der Gegner heute? Cool, das kommt nur auf. Ich hoffe mal nicht allzu groß. Was erwartet ihr euch vom Spiel? Ja, wir wollen heute erstmal 3 Punkte. Wir wollen daheim eine Macht sein und da heißt es, jeden Gegner zu schlagen und ist egal, wer kommt. Wir wollen die 3 Punkte heute haben. Ja, wir haben eine sehr lange Vorbereitung hinter uns mit, 8 Wochen Vorbereitung. Es waren intensive Tage, viele Einheiten und ich denke, wir haben uns jetzt auch dementsprechend vorbereitet. Haben auch viele Neuzugänge bekommen, war nicht immer einfach dann. Aber ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet für das Spiel heute. Gibt es eine spezielle Taktik heute? Ja, eine spezielle Taktik ist immer schwierig, im Jugendbereich dann eine spezielle Taktik zu erarbeiten. Aber ja, wir wollen einfach unser Spiel durchziehen, unseren Stempel aufdrücken. Und die Taktik verrate ich natürlich jetzt nicht. Welche Schwierigkeiten bietet Heidenheim heute? Ja, Heidenheim ist Neuling in der Liga. Viel Potenzial in der Mannschaft. Ich habe sie letzte Woche noch beobachtet. Wird nicht einfach, aber ich denke mal, die Chance besteht immer, hier mit 3 Punkten wegzugehen. Ja, schnell! Jawohl!
endet das erste Spiel der EWB Binnen-Nord-Oberliga. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Jonas, dein erstes Pflichtspiel. Wie fühlt man sich danach? Ja gut, vor allem wenn man dann gleich mit 3 Punkten und mit Derby-Sieg in die Saison startet. Aha. Wie warst du im Team? Also hast du dich gut eingelebt? Spiele gut zusammen, oder? Ja, doch. Am Anfang gab es ein paar Schwierigkeiten miteinander, aber jetzt ist alles ganz gut. Mhm. Der Spielverlauf, wie würdest du ihn kommentieren? Was ist dein Fazit? Am Anfang waren wir ziemlich nervös, aber mit dem 1-0 haben wir uns immer besser ins Spiel hineingearbeitet und dann nach dem 2-0 haben wir das Spiel in der Hand gehabt. Mhm. Was hat der Gegner heute nicht so gut gemacht, dass ihr so gut punkten konntet? Ich würde sagen, wir sind in der Abwehr ziemlich solide gestanden und dass die nicht nur über die Außenbahn kommen konnten. Und durch das Ganze jetzt so häufig was da. Und wenn, dann haben wir die Saison die Situation gut geklärt. Mhm. Wo ist jetzt noch das Ziel für die Saison für dich? Mal gucken, erstmal jetzt gucken, dass wir die nächsten Spiele auch mal gut gewinnen und dann gucken, dass wir früh die Klassenarbeit schaffen und dann sieht man weiter. Super, vielen Dank. Danke, bitte. Nur nach einem 2-0 Derby-Sieg, wie fühlt man sich als Trainer? Ja, sicherlich erleichtert, vor allem weil es ein Derby war. Erster Spieltag ist immer schwierig, man weiß nie so genau, wie kommt man rein, wie ist die Situation, weil all die Resultate in der Vorbereitung, die zählen ja dann nicht mehr. Und letztendlich hat man schon gesehen, in den Anfangsminuten eine gewisse Nervosität von beiden Teams, wobei die Aalener dann schon etwas, ja, sag ich mal, ballbeherrschender waren. Aber wir haben das dann abgelegt und haben das Spiel dann über die gesamte Zeit bis auf vielleicht 10 Minuten in der zweiten Halbzeit ja eigentlich auch souverän, sag ich mal, gestaltet. Wie schätzen Sie Ihr Team ein? Hat das Team gut gespielt heute? Ja, also wenn man auch die äußeren Bedingungen nimmt, dann war es für beide Mannschaften sicher ein intensives Spiel und letztendlich haben sie eine gute Leistung abgerufen. Was war ausschlaggebend für den Sieg? Ja, dass wir unsere Chancen genutzt haben. Ja, am Anfang sah das nicht so aus, dass wir uns viele, viele Chancen herausspielen, aber durch eine gute Aktion über die rechte Seite, dass wir diesen Ball dann sauber verwerten im Sturm vorne drin. Ja, und dann natürlich auch in der zweiten Halbzeit eine ähnliche Szene über die andere Seite und dann das 2-0, ich denke, ja, aufgrund der Chancenverwertung. Und dass wir hinten kaum was zugelassen haben. Wie hoch stecken Sie die Ziele für die Saison? Ja, für uns ist wichtig, Oberliga ist Neuland. Wir wollen uns in dieser Liga etablieren und ganz klar Klassenerhalt diese Saison. Und ich denke, das ist drin. Wenn man bedenkt, wir haben auf 3 wichtige Stammspieler verzichten müssen heute aufgrund von Verletzungen. Und wenn die noch dazukommen, dann denke ich mal, sind wir auch in der Breite etwas besser besetzt. Und dann bin ich zuversichtlich. Vielen Dank und noch viel Glück. Dankeschön.